Ja, hallo von mir, ich bin Oliver und ich heiße euch herzlich willkommen zur mittlerweile 6. Episode von H5P Inhaltstypen unter der Lupe. Heute geht es um die interaktiven Videos und ich sage gleich vorweg, der Input wird heute einen Tick länger dauern und trotzdem werde ich nicht alles unterbekommen, was man da zeigen kann, weil der Inhaltstyp sehr viele Möglichkeiten erlaubt und ich habe ein bisschen geguckt, die wichtigsten unterzubringen. Wenn ihr aufgepasst habt, es geht um die interaktiven Videos. Das ist nicht gleichzusetzen, das passiert häufig, das ist nicht gleichzusetzen mit H5P an sich. H5P ist nämlich viel mehr und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann geht ihr auf die edonauten.de/Webinare-Seite. Da findet ihr nämlich so einen Einstiegstalk zu H5P. Da erfährt man, was das ist. Das erfahrt ihr hier nicht. Hier geht es wirklich nur um die interaktiven Videos. Und damit können wir auch schon loslegen. Ich teile meinen Bildschirm. Und was ihr sehen werdet, nicht erschrecken, das bin jetzt ich wieder. Ich habe nämlich gestern gesagt, eigentlich kann man diese interaktiven Videos am besten erklären, indem man auch ein interaktives Video macht. Das heißt, wir haben jetzt einen Input im Input und ich mache das mal einen Ticken größer, damit ihr es vielleicht noch besser seht. Und dann machen wir vielleicht auch das Vollbild an, wenn ich den Knopf jetzt finde. So, zack. Und nicht erschrecken, ich lasse jetzt einfach 4 Minuten laufen, klicke vielleicht zwischendurch mal drauf oder mache kurz Pause und klicke dann noch Sachen drauf und dann seht ihr, wie das funktioniert. Also habe ich vorbereitet, muss ich jetzt nicht nochmal machen. Los geht's. Ich klicke unten auf Play. Von innerhalb des interaktiven Videos, das ist einfach so einfach zu erklären. Ich zeige ganz schnell, was damit alles machbar ist, weil wir nicht viel Zeit haben. Also gehen wir los. Man kann damit sowas hier machen. Man kann Overlays einblenden. Das kennt ihr vielleicht früher von YouTube. Und hier ist sogar ein Link dahinter. Das heißt, wenn ihr da draufklickt, dann gelangt ihr zu den anderen Videos der Reihe H5B, das ist unter der Lupe. Aber es geht natürlich eher um ein paar andere Sachen. Schön ist zum Beispiel, dass man auch Kapitelmarken setzen kann. Da seht ihr unten diese kleinen Strichelchen. Da mache ich mal kurz Pause. Die kleinen Strichelchen sind natürlich hier. Gezeigt habe ich natürlich nicht genau, aber die seht ihr hier. Das sind Kapitelmarken. Und wenn man eigentlich mal drüber fährt, passiert. Eigentlich sieht man auch, was da ist. Man kann aber hier auf dieses Lesezeichen klicken, dann sieht man auch, welche Kapitelmarken sind. Die erste heißt Inhaltstypen, die zweite heißt zu selten genutzt. Das sind die Kapitelmarken. Das ist nur mein Einschub, weil ich so schlecht gezeigt habe. Und weiter geht's. Da kann man sich voll überlegen, okay, da sind entscheidende Punkte und vielleicht möchte ich den Lernenden die Möglichkeit geben, direkt dahin zu springen, zu navigieren und wiederzufinden. Das heißt, das kann man tun. Und dann gibt es eben die Inhaltstypen, die zeige ich euch jetzt. Da gibt es natürlich eine ganze Menge. Ich zeige exemplarisch einfach mal wieder, die ihr vielleicht schon kennt aus den anderen Episoden. Das kann man zum Beispiel so machen. Also ich halte jetzt hier meine Hand hin und jetzt habt ihr da einen Knopf zum Draufdrücken. Und wenn ihr da drauf drückt, dann kommt ihr zu dieser Falschausgabe, die ihr vielleicht aus dem falschen Set. Also ich mache das einfach mal, ich klicke da drauf und wenn ihr aufgepasst habt, ist das Episode Nummer 3 oder 4. Da habe ich das irgendwo mit angelegt. Das heißt, es ist so einfach eine ganz einfache Falschaussage. Eine Aufgabe und die kann ich bearbeiten. Und ich weiß, das ist falsch. Ich mache das einfach gleich mal. Klick auf Überprüfen, kriege meine Antwort und ist auch richtig. Und dann klicke ich auf Fortfahren und dann läuft das Video halt auch weiter. Was ihr sowieso zum Question Set noch kennt. Und ich gebe euch einfach mal eure Zeit. Wenn ihr wollt, drückt drauf. Wenn nicht, dann lasst das. Das muss reichen. So, also das kann man machen. Das ist aber eher seltener. Meistens möchte man nicht, dass man erst da draufklicken muss, sondern man möchte, dass das Video anhält. Und sowas kann man natürlich auch machen. Und das zeige ich einfach mal in einer Drag-and-Drop-Aufgabe, die ihr vielleicht aus Episode 2 noch kennt. Die kann man dann einfach aufpoppen lassen, so wie jetzt. So, also die andere Variante, man muss nicht auf diesen Knopf drücken, weil es vielleicht wirklich wichtig ist, dass die Leute das machen. Und jetzt könnte ich hier halt, ich mache das nochmal exemplarisch, natürlich auch falsch, mal könnte ich das bearbeiten, kann es überprüfen lassen und mache dann weiter. Oder ich könnte es nochmal machen, aber das kennt ihr ja alles von H5P. Also weiter mit dem Video. Und ja, egal, ob ihr sie richtig oder falsch bearbeitet habt, es geht jetzt einfach weiter. Man kann das natürlich auch anders machen. Wir können ja zum Beispiel noch einen Lückentext nehmen. Und ich sage euch jetzt vorher, wenn ihr den falsch beantwortet, dann fängt das Video wieder von vorne an. Also wird euch gut, ob ihr das wollt. Da ist er. So, was ich natürlich jetzt machen kann, ich kann das bearbeiten, ich kann es falsch bearbeiten. Also wenn ich das falsch mache, ich zeige es euch einfach mal, ich mache es falsch, dann wird das Video zum Anfang springen, nur damit ihr es gesehen habt. Und ich springe dann einfach gleich wieder zurück. Also ich gebe mir irgendwas Falsches ein, dann ist das verkehrt. Und ihr seht, jetzt steht auch nicht fortfahren, dann steht da zum Anfang, weil ich so eingestellt habe, dass es zum Anfang gehen soll.
Hallo Und jetzt Input. Input. Würde das natürlich wieder von vorne losgehen. Das müsst ihr euch jetzt nicht noch alles angucken. Das heißt, wir springen einfach mal wieder dahin. Zack. Und lassen das Video einfach mal laufen. So, wenn ihr jetzt hier seid, habt ihr offensichtlich entweder gemogelt und habt vorgespult. Gespult, komisches Wort. Ihr seid hier hingesprungen oder ihr habt einfach die Frage richtig beantwortet, dann geht es natürlich auch weiter. Wichtig ist jetzt, wenn man das in einem Management-System wie Moodle integriert hat, das auf diese Ergebnisse angewiesen ist, also die Ergebnisse sind jetzt im Prinzip schon da, aber es gibt sowas wie Abschlussverfolgung, da ist es wichtig, dass die Lernenden einmal aktiv gesagt haben, ja, ich bin jetzt auch fertig und dafür gibt es den sogenannten Submit-Screen oder Einsendebildschirm auf Deutsch. Da kann man immer selber hinklicken, wenn ihr unten auf das Sternchen klickt in der Leiste, dann kommt ihr dahin ohne, man kann auch bewusst genau in den Kapitelmarken die Stellen setzen, wo so ein Submit-Screen aufpoppen soll. Das mache ich jetzt mal. So, also da ist dieser Einsendebildschirm, da seht ihr, was man schon bearbeitet hat und es war einfach irgendwie, manche finden das verwirrend, manche finden das gut. Es ist jetzt dummerweise so, dass man den immer haben muss, damit diese Abschlussverfolgung getriggert wird. Das heißt, ein Lernender könnte jetzt sehen, ah, okay, das habe ich jetzt alles schon bearbeitet und jetzt könnte er sich entscheiden, könnte einfach hier nochmal draufklicken, dann kann er direkt zu den Aufgaben nochmal springen, wenn er die vielleicht nochmal machen möchte. Und wenn nicht, klickt er halt auf Antwort absenden und dann geht das Video auch weiter. Und dann sind aber eben, ist diese Bestätigung, ja, Video oder Aufgabe ist bearbeitet, landet dann auch an dem System drumherum. So, zack, abgeschickt und weiter geht's. So, und wie ihr gesehen habt, vielleicht habt ihr uns dazu gemacht, vielleicht habt ihr auch Submit geklickt. Wenn ihr das getan habt, das auch absenden, dann weiß das umliegende System jetzt auch, okay, die Aufgabe ist abgeschlossen, also das Ganze geht hier. So, und im Prinzip ist man dann ja fertig, man hat jetzt ein paar Interaktionen eingebaut, es gehen natürlich noch ein paar mehr als die drei, die ich da jetzt gezeigt habe. Und es gibt noch so ein paar andere Extra-Funktionen. Unter anderem kann man sowas wie ein Freitextfeld für Rückmeldungen einblenden. Aber bevor ich das mache, lasse ich doch mal die Nutzerinnen, also euch in dem Fall selber entscheiden, ob ihr das ausfüllen wollt. Und ich gebe euch jetzt einfach mal drei Optionen. Ihr könnt entweder zum Anfang des Videos springen, weil ihr das normal machen wollt, oder ihr könnt einfach direkt weiter zum Feedback, oder ihr überspringt einfach das Feedback. Und dazu gibt es jetzt hier diese Auswahlmöglichkeit. So, also sowas kann man auch machen. Das nennt sich dann Crossroads. Ups. Ja, weil es halt so hat so einen Scheideweg, wo man sich jetzt entscheiden muss, was tue ich. Man könnte sagen, man geht zurück auf Los, könnte natürlich auch jeder andere Punkt in dem Video sein. Man könnte sagen, zum Feedback, dann springt er einfach nur eine Sekunde weiter. Oder Feedback überspringen. Feedback seht ihr noch nicht, aber das ist das nächste, was kommt. Wenn man sagt, nee, will ich nicht, dann könnte man noch dahinter springen. Aber wir wollen uns natürlich auch das Feedback angucken. Also sagen wir einfach mal zum Feedback. Ja, und offensichtlich wollt ihr das Feedback dann durchaus auch abgeben. Und habe ich ja gesagt, so ein Freitextfeld, auch das kann man einblenden. Das mache ich einfach mal wieder in groß. Ne? Die macht man einfach weiter, damit es weitergeht. So, also da kann man jetzt alles Mögliche noch so an Freitextsachen machen, die natürlich dann auch wieder ins umliegende System geschickt werden. Wichtig, dieses System muss das aufsammeln können. WordPress zum Beispiel kann das im Moment nicht. Oder nur über Umwege. Ja, aber ich könnte jetzt sagen, wird dir das Video gefallen? Sagen wir mal, ja, okay. Und dann gebe ich das halt die Antwort ab. Und dann geht es weiter. Das war ein Freitextfeld. Und ja, also man kann jetzt noch ganz viele Sachen, kann auch umspielen, viele Sachen noch machen. Das, was man vielleicht von YouTube auch noch kennt, das ist sowas wie, wie heißt das, Endscreens? Ich glaube, weiß nicht. Wo man noch auf andere Sachen verweisen kann. Und auch sowas kann man hier machen. Das zeige ich einfach mal hier. So, bringt auch ein bisschen, das heißt, wenn ihr wollt, ihr seht natürlich, das sind vorherige Episoden aus der Reihe Hafen für Innovation und der Lupe. Wenn ihr wollt, klickt ihr einfach mal drauf. Und wenn ihr das nicht tut. Also ich mache jetzt einfach mal kurz Pause. Was man hier sieht, das sind einfach Bilder, die im Hintergrund liegen und da kann man eben auch nochmal das, was da so blinkt. Das heißt, das ist ein Hotspot. Da müsste jetzt kein Bild dahinter liegen. Das könnte auch einfach irgendein Inhalt des Videos sein, natürlich. Und wenn man da draufklickt, kann man das. Ich könnte jetzt draufklicken, dann würde halt das entsprechende Video aufgehen. Man könnte aber auch hier dann wieder Stellen im Video definieren, wo dann hingesprungen wird. Also da kann man dann sehr viel spielen, was man so ein Video machen kann. Und ich lasse es einfach nochmal weiterlaufen. Sagen wir einfach mal, ich gehe davon aus, spätestens jetzt habt ihr irgendwo draufgeklickt, dann ist das Video auch vorbei. So, am Ende erscheint, ist jetzt auch so eingestellt, dass nochmal so ein Submit-Screen aufgeht, weil ja noch eine Aufgabe da war, nämlich eine Freitextaufgabe. Das heißt, das Video ist jetzt eigentlich vom Status her natürlich noch wieder nicht komplett bearbeitet. In dem Fall ist natürlich hier eine Beantwortung, keine Punkte und jetzt könnte ich das absenden. Ich mache es einfach mal zu
und gehe auch wieder aus dem Vollbildmodus raus. So, jetzt habt ihr gesehen, was man damit machen kann. Und jetzt versuche ich das quick and dirty zu zeigen, weil sowas zu erstellen dauert dann doch relativ lange. Und in den 20 Minuten, die ich jetzt vielleicht noch habe, haut einfach nicht hin. Also wieder ein bisschen Magie. Ich zeige euch eine zweite Seite hier auf der rechten Seite. Das ist die Seite einstieg-h5p.de. Und da bauen wir das einfach mal nach oder versuchen das nachzubauen. Und die Seite ist sehr schön, denn wenn ihr da drauf geht, dann klickt ihr einfach auf diesen großen blauen Knopf. Ihr müsst euch nirgendwo anmelden, nirgendwo einloggen und ihr könnt sofort loslegen mit H5P-Inhalten. Also man würde hier drauf gehen, Testinhalt erstellen und interaktives Video ist praktischerweise ganz oben. Und dann geht man da drauf und dann geht das auch schon los. Ich mache jetzt zwischendurch noch eine Sache. Ich logge mich hier einmal ein. Denn einfach, weil ich da schon Inhalte vorbereitet habe, dann kann ich euch nämlich auch zeigen, dass man bestehende Sachen, die man schon hat, da reinkopieren kann. Und man muss nicht alles in diesem Video direkt erstellen, also diese drei Aufgaben, die ihr gesehen habt zum Beispiel. Also, schnell einloggen. Einmal und so, da seht ihr schon ein paar alte Inhalte. Die brauchen wir gleich, das lasse ich mal offen und ich gehe nochmal auf einstieg-h5p.de. Das haben wir hier. Dann sieht man auch, ich bin da jetzt eingeloggt, das heißt, ich kann da auch noch ein paar andere Sachen machen. Jetzt steht der H5p-Inhalt erstellen, nicht testen, aber das ist letztlich genau das Gleiche. Also ich klicke wieder auf diesen großen blauen Knopf, das ist immer das Wichtige, klickt auf den großen blauen Knopf. Jetzt ist es ein bisschen anders sortiert, weil er da von mir dann quasi speichert, was hast du denn das letzte Mal benutzt oder was nutzt du häufig, das ist dann weiter oben. Aber auch hier finden natürlich die interaktiven Videos. Das Aktualisieren könnte man noch machen, das sparen wir jetzt. So, dann geht man da drauf. Und wenn man das zum ersten Mal macht, das ist sehr, sehr praktisch bei diesem Ding, es gibt so eine kleine Tour, durch die man durchgehen kann und dann bekommt man erklärt, was sind jetzt die ganzen Knöpfe. Mache ich jetzt natürlich nicht, weil ich das weiß und weil ich euch das jetzt zumindest grob erkläre. So, wenn wir mit einem Video anfangen, das interaktiv werden soll, brauchen wir natürlich erstmal ein Video. Das heißt, wir bräuchten dieses Video, das ich ja links benutzt habe. Ich zeige es erstmal nochmal grundsätzlich. Das ist einfach direkt dieser erste große Knopf, da klicke ich drauf. Und jetzt hat man da im Prinzip drei Möglichkeiten. Das, was viele benutzen, das sind einfach Videos auf YouTube. Dafür bräuchte ich erstmal einfach nur einen YouTube-Link. Den kann ich mir tatsächlich oben einfach rauskopieren. Das ist mein Standardvideo, was ich sonst zeige. Da ist natürlich eine Katze drauf. Eine norwegische, weil ich ja in Norwegen war. Ihr seht, es ist ein ganz normaler YouTube-Link. Den kopiere ich da rein, würde jetzt sagen einfügen und dann erkennt er auch, ach okay, das kommt von YouTube. Und dann könnte ich hier Schritt 2 Interaktion hinzufügen, könnte ich jetzt loslegen. Dann haben wir aber dieses Katzenvideo. Übrigens, hier gibt es auch nochmal eine Tour, wo die ganzen kleinen Felder hier erklärt werden, die es also gibt. Brauchen wir jetzt aber auch nicht. Katzenvideo ist sehr schön, aber ich nehme jetzt trotzdem mal meins. Also nehme ich das nochmal raus, schmeiße ich die weg. Ich habe gesagt, im Prinzip drei Möglichkeiten, was man jetzt noch machen könnte. Man könnte auch hier einen Direktlink auf jedes andere Video irgendwo auf einem anderen Server hinterlegen. Das heißt, dann würde H5P sich das holen. Wichtig ist, Direktlink heißt nicht auf irgendeine Seite, wo das Video vielleicht eingebettet ist. Das funktioniert nicht, sondern es muss ein Link auf die Videodatei sein. Ich hätte dann die Endung MP4 oder WebM oder jetzt AVI. Ich weiß gar nicht, was es noch alles gibt. Wenn man das hat und das nicht hochladen will irgendwo, dann kann man das auch machen. Braucht aber wirkt freien Zugriff auf diesen Direktlink. Wollen wir aber auch nicht, ich lade einfach die Datei hoch. Die habe ich hier schon vorbereitet. Die ist tatsächlich, muss ich gucken, das ist ja klar. Die ist jetzt sehr klein, die habe ich runtergerechnet, weil wenn ihr das machen wollt, hier mal ausprobieren wollt, Videos dürfen hier maximal, glaube ich, 16 MB groß sein oder sowas. Weil Nila natürlich nicht kostenlos Speicher irgendwie in unbegrenzter Menge hat, um das zu machen. Während das hochlädt, jetzt ist schon da. Ja, also deshalb ist das sehr klein. Von der Qualität wird es halt also ein bisschen anders sein, als das, was ihr da links gesehen habt. Was ich noch zeigen kann, ist, was es hier noch so grundsätzlich gibt. Das ist aber, werden wir jetzt nicht einstellen. Oder vielleicht das hier zumindest. Also interaktives Video, das ist der Titel, den ihr am Anfang gesehen habt. Da stand interaktives Video mit H5P. Und dann stand da kurz und schmutzig. Das ist einfach das, was noch so als Overlay nochmal also oben drüber eingeblendet wird, wenn ihr startet. Alternativ könnt ihr das auch so machen, wie bei YouTube. Da kann man ja so ein Vorschaubild anlegen, das erscheinen soll, wenn das Video noch nicht losgelaufen ist. Das könnte ich ja auch machen. Aber ich mache das halt einfach mit diesem kleinen Bildschirm. Und was man noch machen könnte, sind Untertitel, die man hinzufügen könnte. Da gibt es ein besonderes Format mit der Endung .vtt.
Die kann man da hochladen, dann hat man eben auch Untertitel und kann die ein- und ausstellen, auch in mehreren Sprachen, wenn man möchte. Wenn die bei YouTube liegen, nicht die automatischen, sondern per Hand hinzugefügte, dann kann man laufen die auch von YouTube. Das sollte ich zeigen, genau. Und dann gibt es hier unten noch so diesen Punkt Verhaltenseinstellungen. Das ist ja mal so eine komische Bezeichnung. Da hat man noch allerhand Einstellmöglichkeiten. Man kann zum Beispiel sagen, dass das Video jetzt nicht bei direkt am Anfang anfangen soll, sondern bei Punkt 10, weil vielleicht die ersten 10 Sekunden Werbung sind oder ein Intro, das man nicht braucht. Das könnte man hier eintragen. Das Video könnte automatisch abspielen, wobei das vom Browser ein bisschen abhängt, ob der das erlaubt. Das heißt, wenn das nicht geht, nicht wundern, da ist nicht unbedingt was kaputt. Das ist einfach um nerviger, plötzlich aufpoppender Musik und Video vorzubeugen. Deshalb machen Browser das. Man könnte das Ganze in der Schleife abspielen lassen. Das heißt, das Video würde immer wieder von vorne anfangen. Man kann noch zu den eingebetteten Aufgaben so ein paar Sachen pauschal überschreiben. Das heißt, wenn man nicht in jeder Aufgabe zum Beispiel einstellen möchte, dass man die Lösung anzeigen kann oder nicht anzeigen lassen kann, macht man das hier einmal und dann gilt das für alle eingebetteten Aufgaben. So, dann gibt es noch das Lesezeichen-Menü, das ihr gesehen habt, wenn man auf dieses Lesezeichen-Symbol klickt, kann auch pauschal immer eingeblendet sein. Es gibt noch so einen Knopf, mit dem man einfach 10 Sekunden zurückspringen kann. Das kann ganz sinnvoll sein, wenn man ihn hat. Ton deaktivieren, ist klar. Und was einige vielleicht brauchen, da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, ob das didaktisch sinnvoll ist, aber ich könnte auch das Springen im Video komplett unterbinden. Und dann sind die Lernenden wirklich gezwungen, dem Pfad zu folgen, den ich da vorgegeben habe. Wenn mir das nur einer komplett durch, dann muss ich halt wirklich das ganze Video bis zum Ende vielleicht gesehen haben, wenn da noch eine Aufgabe ist. Vorher komme ich da nicht hin. Ich kann also nicht nach vorne springen und auch nicht nach hinten springen. Dann weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, wenn man Leute zwingen muss. Es kann natürlich sinnvoll sein, wenn man in diesem Video so eine Geschichte erzählt, die sich verzweigt oder so und dann immer nur an bestimmte Stellen springen will, zum Beispiel mit diesen Hotspots. Dann ergibt das Sinn, dieses Springen zu deaktivieren. So, das ist aber Schnickschnack für später. Jetzt kümmern wir uns um das Video links. Das wollen wir jetzt nachbauen. Also, wir haben das Video. Wir müssen noch einen Titel angeben. Den müssen wir uns natürlich einmal wieder kopieren. Dann geht das schneller. So, zack. Den kopiere ich hier rein. Was man dann immer noch machen kann bei A5P, das ist sehr schön, weil das unten gesammelt wird. Das zeige ich nochmal auf der linken Seite. Wenn ich hier auf Rights of Use klicke oder Nutzungsbedingungen oder so, was heißt das denn im Deutschen? Dann bekommt man angezeigt, welche Medien denn da drin sind und unter welcher Lizenz da stehen, wenn das eingepflegt wurde. Und das ist ganz schön, wenn man dann so einen Überblick hat über die ganzen Sachen, die dann nachher drin sind. Und dann weiß man, gerade wenn das OER ist, kann ich das benutzen, wie kann ich das benutzen. Das ist sehr praktisch. Und das macht man in der Regel über einen Knopf, der heißt Metadaten. Wenn man da draufklickt, geht er halt so auf, Titel hat er schon übernommen. Und dann sage ich einfach mal, dieses Video soll unter CC0 stehen, weil ich das sehr gerne mag. Und dann kann ich, wenn ich möchte, noch vielleicht das Jahr eintragen, wann ich das erstellt habe. Ich könnte hier noch einen Link eintragen, was jetzt die Quelle ist. Ich könnte meinen Namen nochmal richtig ausschreiben. Dann bin ich der Autor. Und dann wird das einfach als Metadaten mit gespeichert. Und wenn ich auf den Knopf unten klicke, dann sehe ich das auch. So, jetzt aber endlich zu dem Video. Wir wollen Interaktionen hinzufügen. Die haben wir hier. Und so, wir machen das, deshalb heißt es Quick and Dirty, weil ich das wirklich Quick and Dirty mache. Ich mache das jetzt nicht hundertprozentig genau, so wie das sein soll. Also, erstmal, was ich brauche, ist dieses Overlay. Da gehe ich mal ungefähr an die Position, wo das hin muss. Ich glaube, vielleicht mache ich jetzt auch den Ton mal kurz aus. Also den Ton hört ihr jetzt nicht mehr von dem Video. Da soll das ungefähr hin. Und dann geht man hier oben auf dieses Textfeld, klickt da drauf und dann kann man jetzt ich erstmal überlegen, wie soll das denn erscheinen? In dem Fall möchte ich ja nicht, dass das nur so ein kleiner Knopf ist. Das ist dieses Button hier oben. Das habt ihr gesehen bei der True-False-Aufgabe. Ich möchte, dass das sofort da ist. Ich muss nicht erst draufklicken. Das ist immer der Unterschied. Button heißt, ich muss erst draufklicken und Pop-up heißt, es geht sofort auf. Das möchte ich. Das Video soll aber nicht anhalten, was dann immer macht. Und 10 Sekunden, das passt schon irgendwie. Dann gibt man noch den Text ein. Ich weiß nicht mehr genau, was da stand. Klickt hier, um weitere Videos zu sehen. Irgendwie sowas. Ich glaube, ich habe das fett gemacht und zentriert. So. Könnt ihr auch nachgucken. Also, springen wir dann mal hin. Also, na, so ungefähr soll das dann aussehen. Und das könnte ich natürlich auch einmal richtig rüberziehen. So. Also offensichtlich kann man in der Darstellung noch was machen. Die Hintergrundfarbe zum Beispiel Standard ist weiß, aber das ist ja offensichtlich so ein bisschen transparentes Gelb. Also klicke ich auf Gelb und ziehe so diesen Transparenzregler runter. Das mache ich jetzt ein bisschen schnell, aber das ist wirklich, man gewöhnt sich sehr schnell dran, wie das funktioniert. So, dann ist das ein bisschen transparent. Und jetzt muss ich dann noch sagen, was passieren soll. Jetzt könnte ich hier mir überlegen, entweder, also gehe
Wieder geh bei Klick zu heißt das. Entweder ich kann irgendwo im Video springen oder in dem Fall soll ich natürlich auf eine andere Website. Dann muss ich halt eine URL eingeben. Und ja, in dem Fall wäre das HTTPS. Und dann, jetzt muss ich selber überlegen, wo sind sie denn? oercamp.de/Webinare. So, dann war ich fertig. Dann ziehe ich das noch dahin, wo es nachher erscheinen soll. Oh, ich habe eine Sache noch vergessen, glaube ich. Ihr seht da links ist noch so ein blauer Rahmen. Den kann man natürlich auch noch dazu fügen. Wenn man hier diesen Link setzt, als klickbar darstellen, dann kommt dann noch so ein blauer Rahmen drum, wie man das auch so bei Link kennt, manchmal blau unterstrichen, so klassisch. Und dieses kleine Symbol, das ist doch schon besser. So, dann ziehen wir das noch so ein bisschen zurecht. So. Und so erstellt man halt ein Overlay. Das ist ganz, ganz praktisch. Kann man auch sinnvoll nutzen, wenn man ein Video aufgenommen hat und später feststellt, ach, herrje, habe ich was Falsches erzählt, dann korrigiert man das einfach mit so einem kleinen Overlay und sagt man, korrigieren, ja, ist halt ein Erratum, ne? Hängt man dann einfach mit dran. So, die zweiten Sachen, die gehen relativ schnell. Ich mache das mal exemplarisch, vielleicht an dem dritten hier, an diesem Lückentext, dem hier. Jetzt brauche ich diesen Trick, den ich benutzt habe. Also ich könnte jetzt hier hingehen und, wo ist das Symbol? Hier ist das Symbol für Fill in the Blanks, dann könnte ich draufklicken, dann könnte ich das von vorne anlegen. Wenn ich das schon mal gemacht habe und das recyceln möchte, dann kann ich das in H5P auch. Und dafür gehe ich jetzt nochmal auf die Seite, wo ich eben war, mit meinen ganzen Inhalten. Und dann müsst ihr jetzt gucken, wo mein Lückentext ist. Hier ist mein Lückentext. Na, können wir uns nochmal ansehen. Das ist genau das Gleiche. Ist jetzt hier ein bisschen kleiner. Vielleicht mache ich das für euch noch ein bisschen größer. So. Na, ist genau die gleiche Aufgabe. Und was ich jetzt hier machen kann, wenn ich eingeloggt bin, deshalb habe ich mich eingeloggt, dann kann ich hier drauf gehen und auf Copy Content klicken. Jetzt habe ich das in der Zwischenablage von H5P. Und jetzt kann ich hier auf mein interaktives Video gehen. Oh, das hat er jetzt auch, ein bisschen größer gemacht. Und da kann ich jetzt einfach hier auf diesen Einfügen-Knopf, oder ich drücke Steuerung V, kennt man auch. Ich muss nicht an die Stelle gehen. Entschuldigung. 1,52. Also da soll das rein. Ungefähr bei 1,52. So. 1,53 ist auch okay. Da füge ich das jetzt ein. Und dann ziehe ich mir erstmal die Größe zurecht, so wie ich das haben möchte. Sieht jetzt optisch ein bisschen anders aus, weil das je nach Auflösung natürlich dann mal passt, mal nicht. So, ungefähr so. Jetzt könnte ich mal doppelklicken, ob ich noch irgendwelche Einstellungen ändern möchte. Also ihr seht, als Pop-up, eben soll groß erscheinen, das macht ihr dann automatisch, wenn man sowas macht. Video soll in dem Fall anhalten. Das hatte ich noch nicht gesagt. Ja, wahrscheinlich gibt das hier Sinn. Wenn man das nicht 10 Sekunden anzeigt, ihr seht, man kann das hier sehr fein eingeben, also bis auf 1000 Sekunden. Ich glaube, das geht auch. Ich glaube, hier war das, reicht irgendwie 1, weiß ich nicht, 55. So, irgendwie 2 Sekunden. Poppt ja eh auf. So, jetzt könnte man hier noch Änderungen vornehmen, wenn man das möchte. Aber wir übernehmen das einfach so. Sagen fertig und ups. Okay, offensichtlich, wenn ich es bearbeite, muss ich offensichtlich nochmal alles großziehen. Ein kleiner Fehler. So, das heißt, da haben wir dann unsere Drag-and-Drop-Aufgabe. Das nächste, was ja danach kam, das war dieser Submit-Screen. Das heißt, den gehen wir mal ein Stück dahinter. Ihr erinnert euch, wenn man die Aufgaben einsenden muss, dann muss man das explizit sagen, dass da so ein Ding aufpoppen soll. Und das geht aber wirklich ganz einfach. Da muss man nichts tun, außer einmal im Editor-Modus auf diesen Stern hier klicken. Und, oh, da habe ich vorhin gespielt, die hat er noch mit drin. Also wir sind bei 1,75, gehört natürlich nicht genau dahin, aber ich füge mal einfach mit ein. So, dann haben wir da den Submit-Screen, der dann aufpoppen sollte. Und jetzt muss ich kurz überlegen, das waren so die Klassiker-Sachen, die man ganz häufig benutzt. Und jetzt die Sachen, wo ich denke, die könnte man viel häufiger benutzen. Man muss sich nur mal vielleicht einen sinnvollen Einsatz, oder andersrum, das wäre ja Quatsch, wenn man sie benutzt, um sie zu benutzen. Aber wenn man sollte mal überlegen, ob es nicht Sinn ergibt, sie einzubauen. Und ja, es wird jetzt nicht genau passen, aber ungefähr hier hinten, machen wir mal da. Da ist der Finger. Da kommt jetzt dieses Crossroads. Da konntet ihr aussuchen, ob man zum Anfang springen soll oder über das Feedback hinweg oder das Feedback angucken soll. Das war die zweite Option. Das ist Crossroads. Das ist praktischerweise auch, ne, so ein Symbol mit so kleinen Pfeilen. Die könnt ihr wahrscheinlich nicht erkennen auf dem Video, aber es ist eben so ein Wegweiser. Und da klicke ich drauf. Und so, jetzt
Das oben ist immer das Gleiche, also wann soll das angezeigt werden? Machen wir einfach mal da. Kann sehr schnell wieder zugehen, also wenn die Person nicht klicken sollte oder wenn sie wegklickt, dann soll er jetzt nicht noch lange eingeblendet werden. Machen wir einfach 28. Video soll anhalten, ja. Dann brauchen wir die Frage, so wie soll das weitergehen? Wir machen jetzt einfach mal, damit es schneller geht, nur zwei Optionen, zum Beispiel zum Anfang. Und dann kann man hier bei Gehe zu einfach in so einem Timecode-Format sagen, wo es hingehen soll. Und der Anfang ist natürlich bei 0, Doppelpunkt 0, 0. Das ist der Anfang. Da könnte ich noch so einen kleinen Text reinhängen, wenn ich möchte, der dann erscheint, wenn ich da drauf geklickt habe. Den habe ich aber weggelassen. Und dann nehmen wir vielleicht noch eine zweite Option. Nehmen wir einfach zum Feedback. Und jetzt muss ich kurz schauen, damit das auch geht. Wir haben gesagt, der soll bis 3.28 eingeblendet sein. Und dann sagen wir einfach mal Quick and Dirty bei 3.29 ist das Feedback. Das kommt ja direkt danach. So, ich könnte jetzt noch weitere hinzufügen. Sparen wir uns halt aus Zeitgründen. Sage fertig. Das heißt, dann ziehe ich das eben auch hier so links hin, wo ich das ungefähr hatte. So. Können wir auch gucken hier. Bei 3.26. Ja, hier ist mein Mund natürlich super. Wer das Trump-Bild kennt, sieht fast genauso aus. So, zum Anfang, zum Feedback. Das hatten wir dann genau zum Feedback. Wir können ja mal schauen, das ist dann ungefähr bei 3 Minuten 42. So, 3,42, das heißt, man geht da hin. 3,41 ist gut, okay. Wenn hier so, das Bild so schmal ist, kann ich jetzt nicht so ganz genau positionieren. Das geht im großen Bild natürlich dann besser. So, 3,42, da soll ein Freitextfeld rein. Das ist, wo ist es? Oh, ich sehe gerade, das haben wir hier gar nicht, weil das offensichtlich nicht aktiviert ist. Schade. Hintergrund ist, man braucht ja immer ein Management-System, um speziell diese Freitextaufgaben einzusammeln. Und dieses Drupal hier, das Nele benutzt für IGK5P, das hat das nicht aktiviert. Ich kann euch leider nicht zeigen, wie man dieses Freitextfeld einbaut. Aber wenn ihr H5P bei euch laufen habt, oder ich zeige es gleich auch links nochmal, ich kann es einfach hier zeigen, einfach nochmal bearbeiten. Gehe ich da einfach mal rein, damit ihr seht, wie das Symbol aussieht. Also. Na, das Gleiche, wie ihr es kennt, auf Englisch. Und hier gibt es nämlich noch ein bisschen weiter, und da ist auch nur eins drin in dem Fall. Das ist ein Freitextfeld, das sieht so aus, so ein kleiner Stift. Und wenn man den einfügen wollen würde, klickt man einfach drauf, und dann sieht das so aus. Und genau wie bei den anderen muss man immer sagen, soll es aufpoppen? Ja, es sollte aufpoppen. Und so, dann muss ich natürlich eine Frage angeben. Ich hatte, wie gefällt euch das Video? Na so, und jetzt kann man, das ist noch der Platzhalter, um das Wissen zu triggern. Den kann ich aber auch weglassen. Ich möchte, den kann ich nicht, da ist ein Sternchen dran. Leg los. Kann noch einen Punkt vergeben, der ist aber der ist manchmal wichtig, damit man in einigen Systemen, um das als abgeschlossen markieren zu können. Man kann natürlich aber auch sagen, so, kann auch 0 Punkte vergeben, wenn es nicht wichtig ist. Man könnte noch sagen, ob das verpflichtend sein soll, dass man das Feedback geben soll, habe ich weggelassen. So, und wenn man das gemacht hat, dann, wie bei den anderen auch, zieht man das einfach zurecht. So. So ungefähr sah das aus. Also funktioniert das dann. Haben wir jetzt rechts auf der Seite natürlich nicht. Und das hatten wir. Was fehlt? Irgendwas fehlt noch, oder? Ach, die Lesezeichen natürlich. Die Lese und die Hotspots. Oh, genau. Die Hotspots irgendwie ziemlich am Ende. Zeige ich auch schnell, wie das geht. Also man braucht erstmal Hotspots. Das waren diese Dinger, die geblinkt haben, diese Kästen. Das ist dieser Punkt hier, dieser kleine Kreis mit der Hand drauf. Das sieht dann so aus. Na, ihr kennt das wieder, Video pausieren. In dem Fall gibt es keinen Button oder Pop-up. Er gibt hier keinen Sinn. Ich kann mir nur überlegen, ob das Video anhalten soll. Das Video lief ja weiter, als das Ding eingeblendet ist. Also ist das schon gut. Und ich kann auch hier wieder überlegen, soll das innerhalb eines Videos springen oder soll das auf eine andere Seite springen? Ich hatte das so, dass es auf eine andere Seite springen soll. Und jetzt müsste ich ihm hier noch die Adresse eingeben, wo es hinspringen soll. Dann nehmen wir jetzt einfach mal Roots, wenn das nicht stimmt, weil ich die nicht habe. Nehmen wir einfach dieses Katzen-YouTube-Video und fügen das ein. So, und jetzt kann man sich noch überlegen, so wie soll das Ganze aussehen? Ich hatte das quadratisch, aber wer es lieber als Kreis haben möchte, so als Knopf, kann man das auch als Kreis machen oder so ein Rechteck mit abgerundeten Ecken. Das Ganze war transparent. Transparent zeige ich auch gleich noch, warum das wichtig war. Und dann diesen Blink-Effekt hatte ich noch eingeschaltet.
So, was man noch machen sollte, ist eben, dass es für Barrierefreiheit, H5P liegt ja auch, die Software legt sehr viel Wert darauf, dass das eben auch von Menschen mit Beeinträchtigungen benutzt werden kann, unter anderem auch von sehbeeinträchtigten Menschen. Und da wäre es gut, wenn die jetzt auch, die sehen ja das Blinken zum Beispiel nicht, wenn die aber einen Hinweis bekommen, hier ist was zum Anklicken. Klicke hier, und das ist jetzt natürlich ein Quatschtext, aber klicke hier, da müsste man natürlich jetzt eher sagen, beschreiben, was man da sieht. Klicke hier, einfach so ein Clickbait. So, man könnte das noch beschriften, dann ist da noch so ein Label dran. Das könnt ihr mal selber ausprobieren. So, jetzt haben wir dieses Quadrat, das kann ich jetzt hier halt hin und her ziehen. So, und das wäre jetzt schon der Hotspot. So, und jetzt habt ihr gesehen, ich hatte da aber ein Bild. Ist noch kein Bild dahinter. Also, es würde funktionieren, ich könnte da draufklicken. Ich sehe auch den Rahmen, weil es blinkt. Aber es sagt mir noch nicht so viel. Was man auch machen kann, das ist natürlich jetzt ein ganz kleines Ding, ich kann da ein Textfeld einfügen, ich kann auch genauso gut hier über dieses Bildsymbol noch ein Bild einfügen. Und ja, die Zeit, der Zeitcode ist ja, passt ja, ist ja genau der gleiche, 10 Sekunden, als Pop-up ist okay. So, das wäre nochmal ein Spezialfall, wenn das Bild jetzt sehr klein wird, vielleicht auf Mobilgeräten, soll das dann auch dann alternativ als Button angezeigt werden. Soll es aber nicht, deshalb brauche ich das nicht machen. Ich brauche natürlich nur ein Bild. Und die habe ich hier irgendwo vorbereitet. Da sind die Webinare. Und das war das Bild vom Essay. Nehmen wir einfach mal das. So, auch hier wichtig, wieder für die Barrierefreiheit. Ich muss jetzt nochmal eigentlich beschreiben, was auf dem Bild drauf ist. Ich schreibe jetzt nur mal ganz doof, wenn das nicht reichen würde, Screenshot. So, dann können Leute, die das nicht sehen können, zumindest vorgelesen bekommen, was das ist. Man kann aber wieder Details einstellen ohne Ende. Ja, brauchen wir aber nicht. Also man könnte auch nur mit dem Bild so einen Klick machen, übrigens irgendwo hingehen, aber dann sieht man das nicht, dass das blinkt. So, also schieben wir das Bild mal an die richtige Stelle, so ungefähr die Größe. Und dann nehmen wir den Hotspot und legen den dahin. Und jetzt ist natürlich noch dahinter, das heißt, was man jetzt machen kann, klicke ich das Bild an und damit schiebe ich das einfach nach hinten. Jetzt sieht man schon, dieser Rahmen ist ein bisschen besser sichtbar. Und den zog ich jetzt noch so ein bisschen zurecht. Man kann es natürlich auch sehr genau angehen, wenn man möchte. Vielleicht auch der Trick, wenn man hier auf diesen Doppelpfeil klickt, dann kann man jetzt hier noch draufklicken, dann kann man die Position pixelgenau, oder naja, Pixel stimmt nicht ganz, aber man kann es dann sehr fein alles einstellen, wo das auftauchen soll. Und man kann die Größe dann genauso so fein anpassen. Kleiner Trick am Rande. So, das ist ja im Prinzip alles, was in diesem Video drin ist. Quick and dirty, ihr habt gemerkt, ich bin noch längst nicht fertig. Genau, eine Sache muss ich noch zeigen. Ich bin noch längst nicht fertig. Ich hatte noch die Kapitelmarken. Die springen wir hier rein. So, da ungefähr ging es ja los mit den... Oh, was habe ich hier gemacht mit dem Bild? Habe ich die Zeit falsch eingestellt? Was habe ich mir gesagt? Nee, das stimmt. Dann gibt es offensichtlich sogar einen kleinen Fehler hier in H5P. Ist auch weg. Okay. Also ungefähr hier ging das ja los mit den Kapitelmarken und die fügt man einfach hier, also genauso mit dem Stern, klickt man hier in dem Fall alternativ im Editor auf dieses Symbol und dann sage ich einfach ein Lesezeichen hinzufügen bei 0,53. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht genau. Dann sage ich noch, was da rein soll. Inhaltstypen. Ups. So. Und dann ist das, was in dem Menü erscheint. Ich speichere das mal, dann gucken wir uns das ganz kurz an. Wie ich schon sagte, ist natürlich jetzt immer noch nicht fertig. Ist noch nicht genau das, was ich da links gezeigt habe. Aber wir kommen ja gleich in der Frage- und Antwort-Session noch drauf. Da habe ich nämlich auch eine Frage zu. So, aber ihr seht, da ist das Video. Das ist das, was ich am Anfang eingegeben habe. Statt Vorschaubild eben interaktiv mit H5P, kurz und schmutzig als Untertitel. Und jetzt können wir es mal zumindest laufen lassen. Oder wir scrollen mal ein bisschen hin. Wir gehen mal Bier hin. Na, da erscheint jetzt unser Feld, was wir gesehen haben. Und wir haben jetzt im Prinzip genau das gleiche nachgebaut wie auf der linken Seite. Das heißt, die ganzen Funktionen sind da auch drin. Dauert halt ein bisschen länger, kriegt man in der Zeit nicht hin. 20 bis 30 Minuten habe ich eigentlich gehabt. Die habe ich schon überzogen. Von daher stoppe ich jetzt mal das Bildschirmsharing. Ich hoffe, es war nicht zu schnell. Leider braucht man wahrscheinlich eine ganze Stunde, um einfach nur dieses Video nachbauen zu können, in Ruhe, und ich hätte nicht so hetzen müssen. Aber ich hoffe, ihr habt einen ganz guten Einblick bekommen, was man mit H5P interaktiven Videos machen kann und wie man sie erstellt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, kommt einfach das nächste Mal wieder zur Episode 7. Da haben wir dann einen neuen Satz für euch. Bis dann! Thank you.